Herzlich willkommen zurück. Euer Rubbelkaiser ist wieder am Start. Und heute schauen wir da die Deluxe-Variante von der Schatzpyramide an. Schatz der Pyramiden. Ja, ja, ist ja schon gut. Wir haben hier einen Hauptgewinn von 250.000. 10 Euro kostet das los. Wir haben viermal die Möglichkeit, was zu gewinnen. Das heißt, wir haben hier einen Bonusschatz unten noch. Was mich ein bisschen triggert, man hätte ja wenigstens ein bisschen mehr Rubbelspaß reinmachen können, außer ein läppisches Bonusspiel. Also, da sind mir dann die Casino-Lose dann fast lieber aus wie das da hier. Und da ist auch nichts besser mit Gewinnen. So, apropos Gewinn, wir gucken mal rein. Wir haben hier eine Losserie von... Hallo? Fokus? Willst du? Nein, will er nicht. Warum will er den Fokus nicht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir noch ein bisschen raus. So sieht man es besser. Wir haben eine Losserie von 600.000. Einmal die 250.000, zweimal die 10.000. Komischerweise gibt es die wieder. Im 10 Euro los aber, ne? Was mich aber ein bisschen triggert, ist da unten schon wieder 120.000 Lose. 25.000 Lose sind damit 5 Euro. Und wir haben hier keinen Safe-Gewinn. Nein, 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 nein. Wir haben hier zwar einen Haufen Gewinnerlose in Form von, da haben wir 200.000. Fast. Wir haben eine Gewinnchance von 1 zu 2. Das heißt, jedes zweite Los sollte im Schnitt gewinnen, weil ca. 300, ja, fast 300.000 Gewinner sind. Also die Hälfte quasi. Mann, das ist schon was. Von diesen 300.000 hast du aber auch nur die Chance von 1 zu 10 etwas zu gewinnen. Weil da fangen erst die Gewinne an, ab 25. 10 ist nur der Lospreis, das darf man nicht vergessen, ja. Hier fangen die Gewinne erst an, bei 25, 50, 100. Und dann gucken wir mal rein, vielleicht haben wir ja hier ein bisschen mehr Glück. Hopp, hopp, streicheln. Und ab geht die Hutz, würde ich sagen. Wenn er mal will. Hallo? Will der Fokus? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe es. Hi. Oh, vielleicht geht's ja. Mal schauen, wenn wir es rubbeln. Die 5, die 25, die 10, die 5, die 10, die 5, auf jeden Fall 5 Euro schon im ersten Los. Aber das ist noch kein Gewinn, das, wie gesagt, das Los kostet 10 Euro. Die 5, 10.000, die 5, die 5. Okay, wir haben schon mal den Mindestanforderung eines Loses erfüllt. Pari sind wir schon mal. Dann gehen wir mal hier vielleicht weiter. Haben wir vielleicht hier auch nochmal die 5? Wir haben 50 Euro Lose, also ist viel zum Rubbeln. 10, 10. Nochmal. Wie schaut's aus? Zweimal die 100. Zweimal die 10, aber leider nichts. Ein drittes Mal. QR-Code müssen wir ja sowieso aufrubbeln. Bonusspiel vielleicht noch. Da haben wir noch Chancen. Dreimal das gleiche Symbol wahrscheinlich und dann haben wir irgendwas gewonnen. Dafür müssen wir aber erstmal ein Symbol aufrubbeln. Was dreimal gleich ist. Was wäre denn überhaupt was? Das haben wir nämlich noch nicht angeguckt. Bei dreimal diesen komischen Kranz wären es 10 Euro und dreimal dieser Pyramide wären es 5 Euro. Naja. Okay. Wir haben schon mal 10 Euro aus dem 10 Euro los. Ach, Begeisterung hält sich in Grenzen, habe ich gehört. Gehen noch mal ein bisschen raus. Und schauen noch mal rein. 5. Die 100, 50, die 50, die 5, die 100. Leider nicht dreimal die 100 und auch nicht dreimal die 50. Die sind dreckslos. Schimpf wieder über das Los, ja. Ich schimpfe wieder über die Lose. Vielleicht bringt das ja mal wieder was. 1000, 1000, 10.000, zweimal die 50. Nada, niente. 25, 25, 5. Nö, auch nicht den Hauptgewinn von 250.000. Den haben wir auch nicht erreicht. Vielleicht hier was. Bonusspiel. Pyramiden, Pyramiden. Nein. Grenze, Grenze. Nein, die erste Niete. 10 Euro los. Haben nicht vergessen. 10 Euro los. Puh, 50 Euro im Einsatz. Bin ich mal gespannt, was wir so rausbekommen aus 5 Losen. 25, 50. 25. Da ist mal nichts da oben, würde ich sagen. Ab in die Things.
25, die 5. 25, komm, 25 noch einmal. 250.000, dreimal, wäre auch mal schön gewesen. Oh, nö, will er nicht. Okay. Die 10, die 25, die 50. Eieiei. Ein bisschen schwer wummeln lässt sich das Los nämlich auch noch. Mal vielleicht Rubbelhilfe wechseln, vielleicht geht es dann besser. Vielleicht mag er sich ja keine flachen Rubbelhilfen. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe da oben, glaube ich, nichts. Dreifach. Zweimal die 10.000, zweimal. Sonst nichts. Okay. Schaut aus fast wie eine Niete. Ja, geht ein bisschen besser. Mit einer Runden. Dann schauen wir mal. Da haben wir eine dritte Pyramide. Das heißt, Pyramide war 5 Euro. Bitter. Bittere Pille. Wir haben noch ein paar Löslein. Zwei Stück noch an der Zahl. Dann schauen wir mal. Oh, das lässt sich besser rubbeln. Geil. Schönes Ding. Aber schlechtes Los, ne? Zweimal 10.000, zweimal 250.000. Kein drittes Mal. Nein, nein. Warum denn noch? 10, 25. 10.000, 25. 5, 50, 50. Aber kein drittes Mal die 50. Vielleicht da oben besser. 1.000, 25, 1.100, 100. 10, 10, 25. Zweimal die 10, zweimal die 100, zweimal die 1.000, zweimal die 25, aber nichts dreimal. Hui. Teure Folge, teure Folge. Schrott los. So, wir haben zwei Nieten, zwei Gewinne. Jetzt wird es interessant. Ob man noch irgendwas schadensbegrenzungsmäßig zusammenbekommt oder auch nicht. 25.000, 520.000, nee, Quatsch, gar nichts davon. 25, 5, 10, 5, zweimal, bla, genau, 100, die 50, die 5, 250.000, 10.000, 10.000, 1.000, 250.000, nichts. Letzte Chance, Bonusspiel. Pyramiden, Pyramiden, naja, das war ja auch das, was ich meinte. Du hast zwar eine 1 zu 2 Chance, in dem Fall haben wir ein bisschen Pech gehabt, etwas zu gewinnen, aber du hast halt auch leider nur eine 1 zu 10 Chance, überhaupt etwas zu gewinnen, weil da kommen wir erst über die 10 Euro drüber. Naja, nichtsdestotrotz, liken und teilen und folgen und weiß was ich was. Und supporten wäre mir echt wichtig bei solchen Losen. Das ist, hui. Keine Kaufempfehlung von mir. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss.